Noch ein großer BND-Tag in Berlin. Unser Reporter dort vor Ort vor dem Rechtsausschuss ist Erhard Schärfer mit Neuigkeiten von dort. Ja, und hier gebe ich gleich weiter und mache es kurz. Denn Elisabeth Winkelmeier-Becker gibt hier gerade eine Stellungnahme ab, denn der Ausschuss hat die Befragung von Harald Range, dem Generalbundesanwalt, beendet. Und wir hören mal rein, wie das Ganze jetzt kommentiert wird. Festgenommen worden, auch das ist ein Erfolg der Arbeit des Generalbundesanwalts. Im Übrigen finden wir es befremdlich, dass der Rechtsausschuss es als seine Aufgabe hier ansieht oder die Vorsitzende es als ihre Aufgabe ansieht, dass wir uns hier über laufende Ermittlungsverfahren erkundigen. Das verbunden mit einer harschen und polemischen Kritik, die die Vorsitzende an der Arbeit des Generalbundesanwalts bereits geäußert hat. Wir haben da die ernste Sorge, dass das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz erschüttert wird, wenn hier der Eindruck entstehen würde, dass der Generalbundesanwalt deshalb anders arbeitet, weil er hier so kritisiert und regelrecht vorgeladen worden ist, dann wäre das ein großer Schaden für das Ansehen der Justiz. Vielen Dank. Zu Einzelheiten werde ich jetzt nicht Stellung nehmen. Das wäre ja gerade kontraproduktiv. Ich habe gerade kritisiert, dass wir uns hier mit laufenden Verfahren beschäftigen. Deshalb an der Stelle keine Auskunft. Nein, das ist noch Gegenstand der politischen Auseinandersetzung. Da gehört es auch hin. Deshalb hat meine Fraktion auch die Aktuelle Stunde für heute Nachmittag beantragt und die wird durchgeführt. Aber an dieser Stelle ist das jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo der Generalbundesanwalt mit eigenen Ermittlungen an die Öffentlichkeit herantritt. Selektoren noch offen? Dazu wird das parlamentarische Kontrollgremium sich auch informieren. Da sind auch alle vertreten. Das ist der richtige Ort, um darüber zu sprechen, nicht der Rechtsausschuss. Danke. Sie haben an den Äußerungen von Frau Winkelmeier-Becker merken können, wie blank die Nerven bei der Großen Koalition zu diesen Fragen liegen. Deswegen war es auch sehr bedauerlich, dass die Kolleginnen und Kollegen versucht haben, wertvolle Zeit, die wir für die Befragung des Generalbundesanwaltes eigentlich vorgesehen hatten, mit Verfahrensdingen blockiert haben. Damit sind natürlich leider nicht alle Fragen, die sicherlich sinnvoll gewesen wären, dass man sie hier stellt, zur Diskussion gekommen. Wir sind sehr irritiert darüber. Natürlich wollen wir überhaupt nicht in die Unabhängigkeit des Generalbundesanwalts eingreifen, keine Frage. Aber wir sind natürlich sehr irritiert darüber, mit welcher Gelassenheit er diesen Prüfvorgang ablaufen lässt und sich dabei lediglich auf Presseberichte bezieht, dabei überhaupt keine Anstalten macht, mögliche Beweismittel zu sichern, mögliche Zeugen schon mal wenigstens auszumachen, die befragt werden könnten, und sich lediglich sozusagen auf die Auswertung von Befragungen in anderen Ausschüssen konzentriert und auf das, was in der Presse ohnehin schon zu lesen war. Und somit hat er also auch noch darüber hinaus wertvolle Zeit damit vertan, dass er uns die Presselage noch mal zusammengefasst hat. Lesen können wir eigentlich selbst. Wenn es nicht zu Ende gefragt wurde, werden Sie noch mal laden? Wir werden das beraten. Es gibt ja weitere Ausschüsse hier im Bundestag, die mit der Materie befasst sind und die möglicherweise auch wirkungsvollere Instrumente in der Hand haben, wie beispielsweise Untersuchungsausschuss, hier die Befragung fortzusetzen. Aber von unserer Seite, Die Linke, wird das nicht das letzte Wort gewesen sein. In Sachen Oldschool-Ermittlungen hat er sich irgendwie geäußert, ob das im Zusammenhang steht mit diesem Anschlag auf Asylbewerber-Container in Limburg? Er hat das als Einstieg sozusagen in seinen Bericht vorgetragen, genauso wie Sie es dargelegt haben. Aber da lässt sich nicht mehr darüber sagen. Leider nicht im Moment. Alles klar, es kommt wegen BND-Affäre Anzeige. Mhm. Ist das denkbar auch in Deutschland irgendwie? Könnten Sie die Frage nochmal wieder? Österreich hat schon wegen BND-Affäre Anzeige erstattet. Ja, ja. Ist das denkbar auch für Deutschland irgendwie? Das wäre natürlich auch denkbar für Deutschland, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das in den Überlegungen irgendwie eine Rolle spielt. Frau Merkel, ist die Selektorenliste noch offen? Sie steht zur Verfügung, aber diese Liste mit IPs und E-Mail-Adressen ist noch in Frage gestellt. Also zumindest scheint der Generalbundesanwalt kein übersteigertes Interesse daran zu haben,
das selbst in die Hand zu bekommen. Ich sage noch was für die SPD-Fraktion, wenn es genehm ist. Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat natürlich ein sehr großes Interesse an der weiteren sachlichen Aufklärungsarbeit im gesamten NSA-Skandal. Wir sind der Meinung, dass es dafür in diesem Parlament auch geeignete Gremien gibt, nämlich das Parlamentarische Kontrollgremium und den NSA-Untersuchungsausschuss, der sich mit dieser Materie sehr intensiv befasst. Deswegen halten wir eigentlich auch sehr wenig davon, den Generalbundesanwalt bei jeder Pressemeldung immer wieder in den Rechtsausschuss zu zitieren. Ich denke mal, das ist einerseits rechtspolitisch nicht opportun, weil der Generalbundesanwalt zu laufenden Verfahren keine Stellung nehmen darf. Und es ist zum anderen auch unter arbeitsökonomischen Aspekten eigentlich nicht opportun, weil es eben spezialisierte Gremien dieses Parlaments hierzu gibt. Und deswegen glaube ich auch, es leistet zur Sachaufklärung keinen Beitrag. Unser Ziel muss es sein, dass wir diese Woche die berühmte Selektorenliste bekommen. Das ist der entscheidende Aufklärungsaspekt. Das findet auch nicht im Rechtsausschuss statt, sondern das findet im NSA-Untersuchungsausschuss und im Parlamentarischen Kontrollgremium statt. Da haben wir heute eine Sitzung, da werden wir morgen eine Sitzung haben. Und das sind die Gremien, die haben die Arbeit zu leisten. Das haben sie in der Vergangenheit getan und das sollte eigentlich auch in Zukunft so sein. Und wir appellieren daher eben auch immer wieder an die Vorsitzende des Rechtsausschusses. Der Rechtsausschuss kann sich über Arbeit in anderen Bereichen nicht beklagen. Er muss nicht sozusagen auch noch auf jedes Pferd aufspringen, das durch die Manege reitet. Gibt es ja von Range doch das eine oder andere zu erfahren. Was würden Sie davon halten, dass er im Untersuchungsausschuss als Zeuge befragt wird? Ich begrüße es außerordentlich, dass die Generalbundesanwaltschaft das Angebot des NSA-Untersuchungsausschusses angenommen hat und konstruktiv mit dem Ausschuss zusammenarbeitet. Das zeigt sich unter anderem darin, dass jetzt in den Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses regelmäßig Vertreterinnen und Vertreter der Generalbundesanwaltschaft sitzen. Das ist ein Zeichen, dass die Informationsflüsse ausgetauscht werden. Und ich denke mal, da ist sichergestellt, die Informationen, die wir brauchen, die wir an den GBA geben können, umgekehrt, die der Generalbundesanwalt an uns geben kann, die fließen, und zwar dort, wo sie hingehören. Herzlichen Dank. Angst, dass wenn Sie die Selektoren bekommen... Können Sie ein bisschen lauter, ich verstehe Sie sonst nicht. Sind durch diese Selektorenüberlieferung nicht die Beziehungen zu den USA gefährdet? Ist das für Sie hinnehmbar? Ich habe überhaupt keine Angst, dass unsere Aufklärungsarbeit, die wir den deutschen Bürgerinnen und Bürgern schulden, in irgendeiner Weise die außenpolitischen Beziehungen gefährden könnten, weil wir das mit großer Umsicht tun. Wir sind uns unserer außenpolitischen Verpflichtungen sehr bewusst. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieser Staat und dass die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung und das Kanzleramt dafür zu sorgen hat, dass bei der Arbeit der Geheimdienste es nicht zu Rechtsverstößen kommt und dass eben dort auch nicht massiv gegen deutsche Interessen gehandelt werden kann. Das ist Arbeit dieses Parlaments, das aufzuklären, sachlich aufzuklären, politisch zu bewerten und dann daraus auch die Konsequenzen zu ziehen. Das werden wir tun, weil das ist unser Einsetzungsauftrag, den wir auch durch den Deutschen Bundestag im Übrigen mit Zustimmung aller Parteien bekommen haben. Wir arbeiten in allen Fragen sehr intensiv daran, dass wir in der Koalition eine gemeinsame Position bekommen. Da gibt es in einzelnen Aspekten durchaus Unterschiede, aber das hindert uns nicht daran, gemeinsam an Positionen zu arbeiten. Die Position jedenfalls der SPD ist klar. Die Selektorenlisten müssen dem Untersuchungsausschuss und dem Parlamentarischen Kontrollgremium so schnell wie möglich vorgelegt werden. Danke. Reaktionen auf die heutige Sitzung des Rechtsausschusses, zu der eingeladen worden war der Generalbundesanwalt Harald Range. Und Sie haben es an den Stellungnahmen merken können, es gibt höchst unterschiedliche Reaktionen auf das, was da hier drinnen stattgefunden hat, von ungefähr kurz vor 10 bis ungefähr Viertel nach 11. Insbesondere die Koalitionsfraktionen sind ausgesprochen unzufrieden, dass Harald Range überhaupt hier eingeladen wurde, von der Ausschussvorsitzenden Renate Künast von den Grünen. Die Opposition ist unzufrieden mit dem, was
was Harald Range gesagt hat. Und die Koalition ist unzufrieden, dass Harald Range überhaupt hier war. Erkenntnisgewinn offenkundig eher gegen null, was die Ermittlungen angeht seitens des Generalbundesanwalts in Sachen NSA-Affäre und den beiden anderen Komplexen, zu denen er hier befragt werden sollte. Mehr Erkenntnis in dem Ganzen erhoffen wir uns aus der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums ab 13.15 Uhr, obwohl das nun wiederum geheimtagt. Und auch da wird es zumindest Details im Anschluss nicht geben, aber morgen dann vielleicht dann im NSA-Untersuchungsausschuss, der nun wiederum zu großen Teilen öffentlich tagt. Und vielleicht gibt es dann doch ein wenig Dunkel in dieser ganzen Affäre. So viel im Moment aus dem Bundestag und aus dem Paul-Löbe-Haus. Zurück zu Stefan Kulle.